herzlich willkommen zurück zu Gothic 3, die Fickung des Goblins. Zack! So, und weiter geht's zum nächsten hier. Komm ran auf den Meter. Oh Gott. Schlitz und weg. So, wir werden in dieser Folge... Es läuft ein bisschen und es riecht nach Kot. Quests machen. Und zwar auf der anderen Seite der Stadt bei Torus. Oder, ne? Die Quests, die Torus uns gegeben hat. Und so weiter. Ich habe mir aber noch zu... Alter, warum leckt das denn hier so? Ich habe mir aber noch zu... Erstmal auszwirbeln. Zu einer Sache noch Gedanken gemacht. Da bräuchte ich aber was. Mal gucken, ob ich das habe. Was ist eigentlich Telekinese? Achso. Vergessen. Habe ich Schlaf? Schlaf? Ich habe nicht Schlaf, ne? Das bräuchte ich eigentlich. Schlaf wäre nice. Kann ich das irgendwo kaufen? Warte mal, was ist ein Schrecken? Hauen die dann einfach ab? Und zwar geht es um die schwere Truhe bei... Wie heißt der? Kabir? Kabir heißt er so? Hat vielleicht der Alchemist? Die haben doch manchmal Zaubersprüche, oder? Hat der vielleicht... Nee, haben die nicht. Ich denke, da wird bald etwas. Ich habe denn nämlich eine Idee. Oh Gott, Alter, das ist hier aber auch gerade mit dem Leck. So. Hast du Zauber? Nee. Und zwar geht es ja hier um die Truhe. Und den hier einfach schlafen legen. Na gut, die dahin gucken jetzt noch zu. Nee, aber wenn ich hier hintergehe, nicht. Guck, und der geht manchmal raus. Zack, und der dahin guckt nicht mehr. Beziehungsweise muss er hier den halt pennen legen. Aber ich hab halt keinen Zauber. Tja. Okay, vielleicht bekomme ich irgendwann nochmal Schlaf. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wie viel Lernpunkte haben wir denn? 27. Wir müssen mal wieder ein bisschen Leben lernen, ne? Leben lernen. Im Real Life. Nee, hier ist ein Loch. Ja, ich glaube, ich gehe mal 10 Lernpunkte Belia aus. Ach, Belia. Na gut. Nehmen wir auch. 2... Nochmal, komm mal. Zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben mal wieder. Wie viel Leben haben wir eigentlich? 320? Ist ja ganz schön viel, wa? Wir speichern mal. Denn hier sind jetzt die netten Oger. Die hinterlistigen Oger, die wir für Torus knallen sollen. Oger sind allerdings ziemlich krass. Ich muss die kiten. Kommen die hier schon? Oh ja. Also ich kann die entweder kiten oder halt zu Torus locken. Aber das geht ja so ganz gut. Vor allem, weil der jetzt einzeln gekommen ist. Ich muss den Kopf treffen. Oh Gott, jetzt hat's geleckt. Nein. Boah, fuck. Der kann einiges, der Junge. Aber ich auch. Ich brauche einen Brandpfeil. Leckpfeil! Aktiviert. Gott, ich sehe nichts. Ah, es leckt immer mit diesen scheiß Feuerpfeilen. Den kommt ja noch einer. Oh Gott, den lasse ich erstmal resetten. Das wird sonst zu geil. Irgendwie, heute hat aber die Scheiße hier, ne, am Kacken mit dem Leck, ey. Geh jetzt wieder! Geh! Alter, die rennen mir immer nur hinterher! Alter, was geht mit ihm? Ohne Witz? Das ist nicht normal. Haben das Oger an sich, dass die niemals... Was ist denn mit ihm? Alles klar. Machen wir es auf die Art. Wer nicht kacken will, muss pissen. Zack. Leckpfeil.
immer ins Gesicht, Leute. Ne? Das sage ich immer. So. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man auf Bogen geht, ne? Da kann man sogar sehr starke Gegner teilweise übel... Oh, oh Gott. Oh, ich halte aber gut aus. Übel rasieren. Alter, ich lock den gerade zum Bauernhof, ey. Die am Bauern. Ja, in den Kopf. Und nochmal in den Kopf. Und nochmal in den Kopf. Zack, Alter. Da klappt er nach hinten. Easy. Wein. Und Oger Morgenstern. Wie viel Stärke braucht der eigentlich? Oh, nur 460. Guck mal, die Info da dran. Das ist kein Morgenstern. Aber erklär das mal an Oger. Ja, gut. So. Aber die Dinger sind... Waren die wertvoll oder waren die nicht so wertvoll? Nee, die waren nicht so wertvoll. Ist aber auch abgenutzt. Der Oger Morgenstern, der eigentlich keiner ist. Alter, jetzt haben wir zwei gemacht. Also, Kiten gehen die halt easy, ne? Deswegen war ich da auch bei Okara so ein bisschen fragwürdig, was dieses Bug-Abusing anging. Weil es war eigentlich nur eine schnellere Form von Kiten. Aber ja, lame. Das stimmt. So, wo war jetzt hier der andere? Den habe ich hier irgendwo weggeknallt. Bei der Brücke, ne? Ach, guck mal, hier ist auch... Ja, wir gucken mal nachher gleich. Jetzt erstmal hier die Quests machen. So, Wein hat er auch dabei. Gut, jetzt, ach, guck mal. Ah. So, jetzt müsste er hier rauskommen. Ja, ich weiß, ist dumm. Oder so Würfel. Oder resettet der davor? Ah, nee, ist ja ein Oger. Die geben niemals auf. Alter, der regeneriert? Ah, nee, ist ein neuer. Shit. What? Noch drei? Was ist denn los mit denen? Ich glaube, ich lock die zu Taurus. Oder? Ja, doch. Ich glaube, zu Taurus wäre eine Option. Jetzt rennen die mir wieder 10 Jahrzehnte hinterher, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Schön in die Schulter. Ich wollte gerade sagen, es sah so aus, als ob der Regen das jetzt instant gelöscht hätte. So. Kommen die anderen auch jetzt? Nee, ne? Die sind schon resettet. Warum resetten die denn? Aber er hier nicht. Also, die davor nicht. Guck, das war's. Okay, ich speichere mal. Drei sind tot. Zwei Folgen. Sind die schon wieder komplett weg? Ist sie hier schon wieder in seinem Bunker? In seinem Loch, Alter? Das sieht auch nach einer schweren Truhe aus. Das wird richtig geil, Jungs und Mädels. Oh, da ist noch ein Hof. Da kann ich mal so lange in der Zwischenzeit mal hingehen. Zack. Weg mit dir. Guck mal, noch ein Hof. Moin. Oh, der Sklave ist am Piefen. Cool. Hey, Fremder. Hast du was von den Rebellen aus Nemora gehört? Was willst du von den Rebellen? Vor ein paar Tagen waren einige von ihnen hier. Ich wäre gerne mit ihnen gegangen. Ich bin es leid, hier auf dem Hof zu arbeiten. Lieber ein Leben in Freiheit, als ein Sklave der Orks zu sein. Gut, aber in der Höhle wohnen und Gefahr laufen, abgeschnitten zu werden jederzeit. Zum Beispiel von mir. Was weißt du über Nemora? Nemora ist ein Rebellenlager im Westen. Die Jungs da oben sind wirklich gut organisiert. Ja, war Okara auch. Weißt du, wo Nemora liegt? Ich war schon mal da, habe sie tagelang beobachtet. Doch ich hatte nicht den Mut, mich ihnen zu zeigen. Hätte ich's mal gemacht. Alleine würde ich nicht noch einmal versuchen, dorthin zu gehen. Ah, der kann mich hinführen, wa? Okay, das heben wir uns auf. Ups. Was willst du auf meinem Hof? Wow! Wenn du gekommen bist, die Pacht anzutreiben, vergiss es. Junge! Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Alter, was hast du gegessen, ey? Was ist denn das? Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen.
Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Alter, und dann ist mal ein bisschen werden die Kreide. Karten wieder neu gemischt. Was ist denn mit Pharmon los, Alter? Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Varant. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind. Mir ist egal, für welchen Lebensherrn ich arbeite. König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr vom Mittelland. So sieht's aus. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand. Krass, Alter. Den baller ich. Wohin ist Hengley mit deinem Gold verschwunden? Sie gingen nach Westen, von wo sie gekommen sind. Ich bezweifle, dass das wirklich Rebellen waren. Beziehungsweise, falls doch, sind die vielleicht... Was ist mit dem Huhn los, Alter? Der Pizza hat, der Pizza hat... Gut, was? Bauerntruhe? Was ist denn das? Na gut. Wir werden Cole auf jeden Fall zu den Rebellen begleiten. Und da werden wir ja sehen, ob da Hengley ist oder nicht. Ich schätze mal, der ist einfach extern irgendwo. So, Junge. Ach, der regeneriert sich. Das macht ja dann keinen Sinn. Ich mache hier erstmal die Wölfe weg. Damit ich hier in Ruhe an die Orks ran kann. Okay. Oh. Oh, fuck! Oh! Da habe ich schlecht gekämpft. Überall! Dem hast du es gezeigt! Zack, weg mit dir, Junge. Boah, ey. So, 5. Aber ich kann ja auch pennen gehen, ne? Scheiß drauf. Wenn ihr schon Bett 2 Meter entfernt ist. Alter. Also gegen die Wölfe habe ich noch nicht so einen Dreh raus. Gegen Wildschweine und Ripper und so, easy. Boah, Regen ist zu Ende, geil. Aber gegen Wölfe, die haben halt mehr Range. Also die bleiben weiter zurück, um dann einen Satz vorwärts zu machen. Das ist halt ganz schön sick manchmal. Oh, ein Hase. Und weg! Abstoß! So, hier war noch irgendwo... Wo ist denn der andere Wolf jetzt? Da, ne? Zack. Wolfsfell, sehr wichtig. Goblinbären, nice. Mhm. Wie gesagt, die Pflanzen hebe ich ja auf. Soweit erstmal. Da war auch noch... Also von wegen die dauerhafte Attribute geben. Da ist noch eine Fliege gewesen. So, wo ist der nächste? Ich baller den hier einmal an. Ups, damit die beide rauskommen. Ne, unabhängig, ob die jetzt regenerieren oder nicht. Also auf jeden Fall der da. So. Dann zünde ich mal den ersten direkt an. Oh, komm her, Mädel. Hello? Hello? Leute, kommen die nicht? What the fuck? Der kam doch eben sogar. Wahrscheinlich muss ich den öfter abballern. Damit der wirklich aggro geht, ey. Wo ist er da? Nein! Was? Ich sehe nichts! Es sind da beide unten. Jetzt ist er rot. Jetzt müssten sie kommen. Ich glaube, wenn sie rot sind, dann gehen sie nicht ganz so schnell wieder weg. Oder? Komm her. So. So. So, schön ins Gesicht. Schön. 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 Guck mal, der haut schon wieder ab, der eine.
Oh, jetzt kommt er wieder. Oh, der war sauber ins Gesicht. Oh, der dafür nicht. Jo, ruhig bleiben. Ruhig. Das haben wir, das haben wir. Zack. So. Jetzt springen wir gleich einfach wieder runter, glaube ich. Mal sehen, ob der hinterherkommt. Ich glaube aber nicht. Nee. Nice, das können wir ausnutzen. So. Ja. Ja. Voll in das Gesicht, Junge. Oh, Leute, hier ist er schon. Oh Gott. Gehen wir wieder hoch, wa? Bist du ein Opfer, Junge. Und weg. Achso, einer noch. So, die haben wir, Alter. Boah, Alter, ordentlich Erfahrung. So, ja. Hier alles einsammeln. Mal sehen, was die da... Also das sah da unten ein bisschen nach schwerer Truhe aus. Das wäre natürlich nice. Ne? Mhm, schöne Höhle habt ihr hier, Jungs. Oh, bitte lass es eine schwere Höhle sein. Schwere Kiste sein. Ja. Wieder eine Armbrust? Söldnerarmbrust. Aber Erzholing. Ja, mit Armbrüste kann ich halt nicht so viel anfangen, ne? Die sind auch übel geil. Aber da gehe ich nicht drauf. So. Abgebrochen. Na komm nochmal. Abgebrochen. Alter! Also, falls die im Rebellenlager, wo wir gleich hingehen werden. Falls die da... Oh, guck mal, warum liegen hier überall Waffenbündel? Ist ja übel nice. Falls die da einen Magier haben, ja, im Rebellenlager, was meistens der Fall ist, werde ich mal schauen, ob der Schlaf dabei hat. Denn dann... Oh, Kotstücke. Denn dann werde ich versuchen, mir die schwere Truhe auch noch innen drin in der Burg hier zu holen. Wir haben jetzt schon einige, ey. Falls noch mal eine Nahkampf... Falls noch mal eine Einhandwaffe kommt, dann GG. Diese hinterlistigen Oger belästigen garantiert niemanden mehr. Gut. Eine Sorge weniger. Hier. Dein Sold. Die können eigentlich Oger hinterlästig sein. Hinterlästig. Wie können die hinterlistig sein? Ich meine, hä? Das sind Oger. Goblins, die sind hinterlistig. Ja, weil die klein und gemein sind. Und dich von hinten heimlich ficken. Während du nichts merkst. Ja? Weil die so einen kleinen Lümmel haben. Aber Oger, Alter, die kommen frontal und hauen dir in die Fresse. Und dann ficken die dich. So, was haben wir hier noch? Ich will jetzt generell mal ein bisschen die Umgebung erkunden. Ich überlege, ob wir jetzt zu den Rebellen gehen oder erst zum Tempelausgrabungsplatz-Ding. Ich glaube, wir gehen erst, gerade auch, weil wir in der Nähe sind, zum Ausgrabungsplatz. Ja. Da haben wir auch noch einige Quests. Guck mal, hier ist wieder Steinwurzelkack. Oh, ein Sumpflurker? Also normale Lurker mache ich eigentlich recht. Guck mal, dahin seht ihr schon den Tempel. Oh lol, waren dahin nicht die Dinosaurier und dieser komische Steinkreis? Ja, der hält was aus. Okay, der ist weg. Was ist jetzt an dem so unterschiedlich? Vielleicht einfach für eine Quest, kann das sein? Hier ist ein Haus. Was haben wir hier noch? Oh, was ist das? Nashorn. Mhm. Das ist noch ein Sumpflurker, Tatsache. So, ist hier irgendwas Tolles? Nee. Dann gehen wir erstmal dahin, zu dem Haus. Da waren nämlich noch ein paar Viecher. Ripper und andere Scheiße. Oh Gott, ein Goblin. Mann, erwischte mich zweimal der Arsch. So, da ist ein Ripper. Oh, zwei sind da. Ne, drei, Alter. Dahin ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt geschickt vorgehen. Oh, fuck. Ja, immer so einzelne Hiebe. Einen habe ich. Fuck. Okay. Hier sind Nashörner. Seid ihr friedlich? Nein, seid ihr nicht. Ich habe keine Ausdauer. Oh Gott, das NATO. Ah! Es will mich. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer. Ah! Zickzack.
Ah! Ah! Oh Gott! Kommt der aus dem Busch, ey! Der hat keine Hobbys? Der ist genau hinter mir. Das ist so geil. Ich könnte gucken. Komm her, Mädel, Alter. Ah, den schaffe ich. Komm, den schaffe ich. Und weg. Zack. Sehr schön. Puh, das Nashorn. Ich dachte, das killt mich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie stark ungefähr Nashörner sind. Kommt direkt der Angstschweiß. Der Angstschiss, ey. Ich weiß gar nicht, wie stark die so sind. Ich schätze ungefähr wie Ripper. Könnte ich mir vorstellen. Ja, die sind relativ groß. Guck mal da, Alter. So, die haben gut Fleisch dabei. So, jetzt, ich wollte zu dem Haus da hinten. Erstmal hier die Area clean. Da ist eine Menge EP, die hier rumläuft. Auf freiem Fuß. So, Eisenhalm. Ich überlege, ich würde eigentlich Gothic 10.000 Mal let's playen. Ja, nochmal als Magier. Nochmal als, keine Ahnung. Aber dann macht halt keinen Sinn irgendwie, ne? Dann halt lieber so auf Streams oder für sich. Oh, ich höre Wolf. Wolf. Dort. Oh, der ging daneben. Wölfe sind gefährlich, ne? Die darf man nicht unterschätzen. Oh, einen habe ich. Die machen halt auch gar nicht mal so wenig Schaden. Aha, da muss ich die schnellen Hiebe nehmen. Boah, Alter, die zerficken einen komplett. Man kommt einfach nicht zum Zug. Dann sind die auch noch so schnell. So weiß. Die sind aber beide low, aber ich auch. So. Easy. Gut. Das hätten wir. Nehme ich mal kurz Heiltrank jetzt einfach. Der Schnelligkeits... Ah gut, da kann ich mit Fleisch arbeiten. Wobei die Heiltränke muss ich mir echt für Infights aufheben. Weil solange ich Fleisch habe, Alter, ich habe jetzt 52 gebratenes Fleisch. Kann ich auch ein bisschen chillen. Chillen. Was ist das denn für eine Höhle eigentlich? Ne? Ich speichere mal. Also heute Umgebung clean. Ne? Muss ja auch gemacht werden. Alter, dem jage ich einen richtig in den Arsch. Ich hoffe, es sind nicht zwei. Aber so viel Glück, wie ich habe. Glaube schon. Puh. Na, komm her. So. Was haben wir denn hier? Alter, was ist denn das für eine Höhle, ey? Mhm. Rostige Axt. Mehr nicht? Geil. Naja, aber 200 EP. Ein Pfeil. Aber 200 EP. So. Da, aha, jetzt sind wir wieder hier. Oh, Schnapsbeere. Und ein schönes Ogerblatt. Keine Ahnung, was das ist, aber ich sehe Wolf. Ich hoffe, der ist alleine. Ich glaube aber nicht. Oh, da ist eine Truhe hinter dem. Guck mal, da ist eine Truhe. Ist hier alles cool? Da ist noch ein Pilz. Ach, hier hatte ich doch auch einen Wolf noch gekillt, oder? Irgendwo hier, oder? Siehste. Das gute Fell. So, Truhe war hier. Sieht sogar nach einer schweren aus. Ne, Metalltruhe. Es ist so ein bisschen baity, ne? Dass die gleich aussehen. So, das Vieh können wir auch noch weghauen. Schön sicher mit dem Bogen, ne? Kein Bock auf vergiftet werden. What? Ich habe nicht ganz aufgeladen. So, jetzt sind wir gut dabei. Ich probiere jetzt mal die Nashörner. Ich wette, es gibt doch eine Quest, dass man hier irgendwie ein paar Viecher weghauen soll. Weil so viele, Alter. Na, wobei, warum nicht? Warum nicht? Dass ich hier auch echt alles aufsammle, ne? Also außer jetzt hier das zum Beispiel. So, Nashorn. Oh, Goblinbären. Glaube ich.
Jetzt bin ich gespannt, was das Vieh aushält. Oh, da kommt noch eins. Ein orangenes. Oh Gott. Oh Gott. Ich will das Grüne erstmal weghauen. Können wir das machen? Hallo, Grün? Hallo? Warum verstecken die sich? Oh Gott, der macht einen Rush. Oh jo, ungefähr wie ein Ripper. Oh Gott, der schlabbert mir am... Wo ist der? Die haben einfach nur verschiedene Farben. Ist ja schön. Aber deren Angriffmuster würde ich gerne kennen. Okay, ist ähnlich wie ein Wildschwein. Schön. Okay, die sind keine Herausforderung. Aber nicht so wirklich. Ein bisschen kiten und dann easy. So, was haben wir noch? Ein Hasen. Und dahin noch die Sumpflurker, ne? Nicht vergessen. So. Noch eine Eidechse. So, den können wir auch noch machen. Komm her, Junge. Schön in Kopf. Die sind aber echt relativ fix. Ey, wenn die auf einen zukommen, hat man glatt Angst. Ey, die sehen auch aus wie Aliens. Die sind echt... Ah, die Physik, Alter. Geil. Geilo. Ist ja auch ganz schön groß, wenn die da so liegen. Alter, Sumpflöcker. Warum sind hier Sumpflöcker? Hier ist nicht mal Sumpf. Ich wette, die sind für irgendeine Quest. Komm her, Junge. Aber die haben gut zu treffen den Kopf immer. Und weg. Der schnurrt noch ein bisschen, während er stirbt. Da oben ist auch Ausgrabungsort. Aber was ist mit den verkackten Sumpflöckern? Warum seid ihr hier? Lol, da ist ein Wagen. Und ein Troll. Warum ist hier ein Troll? Gut, dass ich nach den Urviechern nicht noch weitergegangen bin. Ich habe schon gesagt, wer weiß, was da noch kommt. Ein Troll. Alles klar. Gut. Ich kann mal speichern. Prost. Alter, wer beim Kaffee Prost sagt, ey, der ist wirklich im Leben angekommen. Was liegt denn hier? Ein Schwert im Wagen? Krusch Milok. Alter, sein erstes Schwert. Easy. Vom Schmied. Wisst ihr noch? So, Tempek, Junge. Komm dem Tempel besser nicht zu nahe, Mora. Why? Wie laufen die Ausgrabungen? Gar nicht gut. Ich soll hier Artefakte und andere alte Relikte sammeln. Aber ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Hier draußen ist nichts mehr zu holen. Und in den Tempel kriegen mich keine 20 Snapper mehr rein. Was stimmt nicht mit dem Tempel? Da wimmelt es nur so von Untoten, Mora. Mit diesen widerlichen Wesen lässt du dich besser nicht ein. Warst du schon mal im Tempel? Worauf Untote. Du dich verlassen kannst. Meine Gruppe hier war schon mal doppelt so groß. Doch dann kamen plötzlich diese Skelette aus dem Boden und griffen uns an. Was du hier siehst, ist der schäbige Rest von meinen Leuten. Ich glaube, diese anderen sind im Tempel verschollen. Ich glaube, diese Tempel sind verflucht und da kommen immer Untote raus. Melok sucht sein altes Schwert. Das habe ich auch. Komm mir doch nicht mit dieser alten Geschichte, Mora. Kann sein, dass ich es hierher mitgenommen habe. Aber ich weiß es nicht mehr. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Alles klar, ich hab's. Alles Torus gut. Erwartet, dass die Ausgrabungen hier wieder was abwerfen. So, tut er das. Der Mistkerl ist ja nicht hier. Der muss sich nicht mit dem dämlichen Tempel herumärgern. Gibt es noch Überlebende im Tempel? Ich weiß es nicht. Jemand müsste nachsehen. Aber ich mach das nicht. So viel ist schon mal klar. Ey Jungs, schon wenn klar. Wir jetzt alle hier mit der ganzen versammelten Mannschaft da reinstürmen, können wir die Zeig Untoten mit. Einfach super easy zerficken. Aber ihr kleinen Hoden habt echt keine Eier. Hä, immer, ich bin Ork. Ich, Alter, wie viel Schwefel wir haben, ey. Ich bin Ork. Ich mach alle nass. Ja, toll, ey. Ist das, wäre das eine schwere Truhe. Okay. Ist noch verkraftbar. Oh, guck mal hier, wieder Waffenbündel, die ich mitnehmen kann. Zack. Wie viele hier rumliegen, Alter. Das ist echt krass. Sind hier noch mehr? Nee. Gut, dann brauche ich jetzt Böses vernichten, schätze ich mal. Ich hoffe, ich habe genug Mana dafür. Ich hoffe, ich habe Böses vernichten. Ja.
Mana 30 bis 100. Nice. Das macht halt abnormalen Schaden, ne? Und ich brauche hier generell auch mal... Ich habe ja für Trelis einen Teleportstein. Zack. So, speichern. Ich glaube, da kommt jetzt relativ krasse Scheiße. Aber ich will's wagen. Yo! Skorpionmann! Ist der untot? Ich weiß nicht, ob der als... Der beschwört die Boys. Jo, das hat guten Schaden gemacht. Ist das jetzt wieder der Bug? Nee, die kommen hoch. Der schickt einfach seine Jungs vor, wa? Komm mal her, Junge. Da! Jetzt wird gefochten, Jungs. Oh. So, weg mit dir. Zack. Dass sie 200 EP geben, ist krass. So, was mit dir, Junge? Der hat keinen Bock. Ist das wieder der bekannte Bug? Oh. Ja, dann, muss ich da jetzt ran. Ich will aber nicht. Das ist so behindert. Mit diesem Scheißbug. Ich will halt jetzt hier halt nicht stehen und die ganze Zeit den abficken. Ich will den eigentlich hier rumkiten. Würde ich den auch easy machen, aber... Alles klar, alles klar, alles klar. Du kommst ja schon. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's. In deinen Kopf, Junge. Hä? Jetzt kommt er jetzt oder nicht? Also normalerweise würde ich ihn hier halt rumkiten. Aber... Oh, da kommt ein Zombie. Ja, ich mach den jetzt halt. Ich... Keine Ahnung. Ist halt total dumm. So, komm her, Junge. Ich hau dich weg. Oh, scheiße. Zombie, ey. Oh, Alter, wie teilt der denn aus? Oh! Geilo! So, wo ist er? Da kommt er. In deinen Kopf. In dein Gesicht. Oh, Alter, flattert er weg. Ja, keine Ahnung, was das ist, ey. Mit diesem blöd behinderten Bug. Kann man nicht mal gescheit kiten. Alter, wie krippelt der denn ab? So. Ich speichere mal. Ich verstehe das Problem, ne? Normalerweise würde ich halt den hier rumkiten und könnte ihn fair und relativ gut killen. Aber durch den Bug bin ich halt dazu genötigt, abgebrochen, in den Nahkampf zu gehen. Weil ich ja sonst Bug abuse. Das ist total dumm. Das ist total dumm. Ist eigentlich dieses böse vernichtende AOE-Attacke? Ja, ich traue mich jetzt weiter rein. Ich nehme mal eine Fackel mit. Weil da drin wird's duster, Leute. So viel ist sicher. So, Jungs. Was haben wir denn hier? Fleischwanze. Ja, warum brennen die jetzt alle? Boah, Alter! Was geht denn hier drin? Da ist ein Ork. Das Karma. Velia beschütze dich, Mora. Ich hätte dich fast für einen der widerlichen Untoten gehalten. Ich dachte schon, ich müsste dir ewig versauern. Das Bit flackert so ein bisschen komisch. Tempek hat die Suche nach Überlebenden im Tempel aufgegeben. Das sieht ihm ähnlich. Er hat mehr Angst als Ehre. Ich weiß bis heute nicht, wie er Aufseher geworden ist. Er sollte besser Schafe hüten, der Feigling. Kannst du laufen? Das wirst du gleich sehen, ob ich kann. Komm mit! Nichts wie raus hier! Kommt der jetzt Untote? Ich folge ihm mal sicherheitshalber. Und dann gehen wir nochmal rein und looten hier alles schön weg. Heute übrigens mit Überlänge, weil ich jetzt nicht mitten im Tempel, also mitten beim Tempel halt abbrechen will. Ne, you know. So. Ich muss mal eben hier auf die Uhr gucken. Ja, okay, aber er kommt sicher raus, ne? Jo. So. Dann haben wir das. Ich danke dir für deine Hilfe, Maura. Der hat doch so allein hätte ich nicht den Mut gehabt, mich den Untoten zu stellen. Nimm diese Tränke von mir als Dank. Der Dieb auf den einen Hof hat doch gesagt... Die Flammen erinnern mich an den Krieg.
Dass er so ein krasses Artefakt hat. Na gut. So, das war der Tempel. Wie gesagt, heute mit Überlänge. Nächste Folge looten wir den dann schön und sehen uns wieder. Ne? Tschüssikowski. Bye, bye.